Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem kurzen Video. In München, in der Karlstraße 36, gibt es jetzt die erste Pick-and-Go-Filiale. Wie läuft das? Man lädt sich die Pick-and-Go-App herunter, dann hinterlegt man eine Kreditkarte, man kann seine Payback-Karte hinterlegen und dann geht man in die Pick-and-Go-Filiale. Das ist erstmal in München ein Test. Und dann muss man einen QR-Code erzeugen, dann muss man seinen Ausweis einer Mitarbeiterin zeigen, dass man auch 18 Jahre alt ist. Das kann man erst ab 18 Jahre alt nutzen. Dort drin gibt es 400 Kameras. Man geht rein und man nimmt sich, was man halt haben möchte. Die Kamera weiß, was man sich genommen hat. Und dann geht man raus, ohne an irgendeine Kasse zu müssen. Und dann wird es in der hinterlegten Kreditkarte wird das Ganze berechnet. Ja, sowas gibt es auch von Amazon in Schweden, so ein Laden. Da geht man rein, nimmt sich, was man will. Das sind da Kameras. Und wenn man rausgeht, dann wird es über eine separate App von Amazon berechnet. Sowas macht jetzt auch der Rewe. Und ich kann mir auch gut vorstellen, wenn das gut funktioniert, dass das dann ausgeweitet wird, dass das dann in mehr Filialen kommt. Ich bin ja technikbegeistert und ich mag es, dass ich an keine Kasse mehr muss, dass ich einfach reingehe und mir nehmen kann, einfach was ich will und gehe dann raus und die App weiß dann, was ich genommen habe und dann wird das Ganze über die App berechnet, über der hinterlegten Kreditkarte. Das neue System heißt Pick-and-Go. Ob das jetzt zum Beispiel der Rewe mal, der Penny jetzt mal einführt oder mal der Aldi oder andere Geschäfte, weiß man nicht. Aber der erste Laden ist der Rewe, der Pick-and-Go einführt. Und ich finde das eine gute Sache, werde es gleich einmal testen und werde dann euch berichten, wie das Ganze funktioniert hat, ob das gut ist oder nicht. Und ja, der erste Laden in München in der Karlstraße 36. Wir haben die U2 zum Königsplatz, aussteigen, da ist gleich die Karlstraße 36, ich glaube, da war früher mal der Penny drin und das ist ein kleiner Laden und da wird das in München getestet. Ja, das war's jetzt auch und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.